Hi Freunde und willkommen zurück zu diesem neuen Video. Heute starten wir mit einem neuen Format. Ich habe noch keinen Namen für das Format, deswegen würde ich sagen, lasst uns doch ganz spontan dieses Format TikTok News nennen. Themen, die auf TikTok viral gegangen sind, wo es sich aber nicht lohnt, ein komplettes Video dem Thema zu widmen, beziehungsweise das Thema füllt nicht ein komplettes Video. Daher werden in diesem Video hauptsächlich Themen aus TikTok, die diese Woche in den vergangenen Tagen viral gegangen sind, zusammengepackt und darauf gehen wir ein. Und glaubt mir, Freunde, eine Story davon hat es wirklich in sich. Ich mache einmal das Licht hier aus, weil das stört mich. Fangen wir doch erstmal mit den News an. Eine 14-Jährige auf TikTok zeigt ihre Pflegeroutine. Ihr könntet doch vielleicht jetzt denken, okay, was ist jetzt falsch daran? Sie zeigt doch nur ihre alltägliche Pflegeroutine. Nein, liebe Freunde, das ist es leider nicht. Es handelt sich hierbei um eine Anti-Aging-Pflegeroutine. Seht selbst. Some things that I do to slow down the aging process as a 14-year-old. I started doing most of these things at 12. Number one, I take 2 apple cider vinegar pills. I do this twice a day. Number two, I use a retinol twice a day. And one of my favorite tips is I get my body lotion and put a little bit in that and then apply it to my body as usual. It's actually so good for you. Next is I love Korean skincare and I do 2 face masks a day. I always use the leftover essence all over my body. I leave this face mask on for around 10 minutes. Never forget to do skincare on your neck because that's one of the main things that ages. Again, using the leftovers. Next, I would always recommend a sunscreen with usually an SPF above 50. I use 3 fingers worth before my makeup. It doesn't matter if I'm just going to school, I always do this. Next, I always have green tea in the morning. Green tea is great for slowing down the anti-aging process and it's super anti-inflammatory and it also tastes super good. I always add a spoonful of raw honey to it because that's also an anti-inflammatory. And the next thing I do, and probably the most crazy, is whenever I'm going on a long road trip, I always tape up a piece of construction paper. This blocks most of the UV rays. And last but not least, I always sleep with a satin pillowcase. Bye, hottie! Ich glaube, da kann man ganz gut sehen, was die Gesellschaft bei den Kindern und Teenager für Spuren hinterlässt. Was sehr schade ist, obwohl wir alle Internetzugang haben, informieren sich viele nicht ausreichend. Wahrscheinlich denkt man auch gar nicht dran, aber ich weiß, dass von klein auf mir schon gesagt worden ist, dass es Cremes extra für Jugendliche gibt und Cremes extra für Erwachsene. Aus dem Grund, weil du deine jugendliche Haut, deine Teenage-Haut damit Schaden, mehr Schaden zufügen kannst, als dass du ihr was Gutes tust, wenn du Anti-Aging-Produkte benutzt. Ich bin natürlich kein Arzt, aber so wie ich das gelesen habe, diese ganzen Anti-Aging-Produkte sorgen dafür, ab einem gewissen Alter, wir wissen alle, ab 25 geht es bergunter mit uns, wir altern, das ist normal. Ganz normaler Prozess, der uns allen widerfährt. Kollagen wird also von unserem Körper nicht mehr so produziert wie noch vor 10, 15 Jahren. Also nehmen wir Pflegemittel wie Anti-Aging-Cremes, schmieren uns das aufs Gesicht, die dazu da sind, die Kollagenproduktion anzuregen. Was passiert also, wenn ein Teenager, der eigentlich ausreichend Kollagen produziert, plötzlich ein Anti-Aging-Mittel benutzt, das die Kollagenproduktion fördern soll? Eigene Kollagenproduktion des Körpers lässt nach, da der Körper denkt, okay, ich kriege es von außen zugeführt, warum muss ich es mir selbst zuführen? Was an diesem Video wirklich sehr besorgniserregend ist, das ist das Produkt unserer Gesellschaft, Freunde. Wir sehen eigentlich schon alle mit Anfang 20 mit Anti-Aging-Produkten anfangen. Und sind wir ehrlich, TikTok, da sind nicht nur ab 20-Jährige auf dieser App unterwegs, sondern schon ziemlich junge Kinder. Es zeigt auch noch mal ganz deutlich, unter was für einem gesellschaftlichen Druck die Frau steht, nämlich sich um ihr Aussehen kümmern zu müssen. Das möglichst so früh wie möglich. Bloß nicht, wenn du deinem Alter entsprechend aussiehst. Oder noch schlimmer, wenn du älter aussiehst, als du es eigentlich bist. Aber wenn du jünger aussiehst als dein Alter, dann ist das in Ordnung. Das ist eine Sache. Und wobei, eigentlich geht alles Hand in Hand einher. Das Alter wird sehr oft als Waffe genutzt. Viele vergessen, wir sitzen alle im selben Boot, Freunde. Und ganz ehrlich, es ist ein Privileg, alt zu werden. Du kannst dich glücklich schätzen, wenn du älter wirst. An der Stelle einmal ganz klar und deutlich, es spricht nichts gegen Anti-Aging-Produkte. Ich finde halt nur, dass wir unsere Denkweise diesbezüglich ändern sollten und vielleicht tatsächlich die ein oder andere Prozedur, die man an sich machen lässt, vielleicht auch nochmal überdenken sollte. Es geht immerhin um das Wohlergehen junger Frauen. Ich weiß, im Teenageralter hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können, irgendwann 30 zu werden. Ich meine, ich bin jetzt nur noch ein Jahr und ein paar Monate davon entfernt. Und ich sage es euch, je näher ich diesem Alter rücke, umso mehr denke ich, boah, 30 ist voll jung.
Warum wird 30 in unserer Gesellschaft als etwas Schreckliches angesehen? Ich habe jetzt wirklich lange über dieses Thema geredet. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema und was mich wirklich sehr, sehr erschüttert hat, weil ich selbst Mama bin. Es geht um den Fall Alexi. Alexi ging mit Rückenschmerzen ins Krankenhaus und verneinte oftmals, dass sie schwanger ist, obwohl das Personal sie gefragt hatte. Daraufhin sieht man Kameraaufnahmen, wie sie sich ihren Hintern hält, um ganz schnell auf die Toilette zu verschwinden. Könnte denken, vielleicht musste sie einfach nur einen guten Schiss nehmen. Nee, Freunde, sie hat auf diesem Klo ein Kind geboren. Statt dass sie mit dem Kind rauskommt, hat sie dieses Kind in einen Mülleimer geschmissen. Das ereignete sich im Januar und geht jetzt viral. Dieses Baby hatte gar keine Überlebenschancen. Sie war für den Tod des Babys verantwortlich. Man sieht auch Aufnahmen, wie die Reinigungskraft die Toilette betritt und die Toilette sauber macht. Die Toilette soll wohl blutverschmiert gewesen sein. Daraufhin findet sie das Baby im Mülleimer, weil der Mülleimer viel zu schwer war, als wie er sonst eigentlich ist. Es gibt genügend Aufnahmen, die auch die Reinigungskraft zeigen, wie aufgelöst sie ist und weint. There was another trash bag in there in the bottom, but it was all kind of, it was rolled up. So I had to tear it apart. And then, of course, I saw the baby in there. So I pulled the baby out, got him on the bed, checked for signs of life. There was absolutely no life whatsoever. Dieses Szenario ist so schrecklich. Ich habe mir die Videos angeguckt und ich habe einfach mitgeweint. Ich kann beim besten Willen nicht verstehen, warum. Es gibt doch andere Möglichkeiten. Du kannst dein Kind zur Adoption freigeben. Du kannst dieses Kind auch in eine, ich weiß nicht, ob es in den United States eine Babyklappe gibt. In Deutschland weiß ich, dass es so eine gibt. Ich verstehe einfach nicht, warum man diesen Weg gehen musste. Was mich ehrlich gesagt an der ganzen Story nervt, ist, dass diese Person gesagt hat, dass sie nicht wüsste, dass sie schwanger ist. Die Mutter wurde auch befragt. Sie waren nämlich, nachdem das passiert ist, sie haben die Aufnahmen gecheckt, um herauszufinden, wer das war. Die Polizei ist zu ihr nach Hause gegangen, um sie festzunehmen. Beide haben verneint, sie war nicht schwanger. Keiner wusste was davon. Ihre Mitschüler angeblich auch nicht. Ihr Freund wusste auch nichts davon, dass sie schwanger ist. Merkwürdig ist aber, dass es Aufnahmen gibt von ihr beim Cheerleading, wie sie ganz offensichtlich einen großen Babybauch hat. Tatsache, dass die Mutter, anstatt dass sie ihrem Kind beibringt, hey, sag die Wahrheit, wie es war und so weiter und so fort, die Mutter lügt wie gedruckt. Das ist mein Eindruck. Ich finde, dass das Verhalten der Mutter und der Tochter überhaupt nicht normal ist. Ich meine, wir sprechen von ihrem Enkelkind. Und die Mutter verhält sich für mich in meinen Augen wie eine Kriminelle. Alexi wurde wegen ersten Grades angeklagt, wurde freigelassen auf 100.000 Dollar Kaution im Oktober. Ich glaube, es wurde jetzt sogar vorverschoben auf September. Findet der Prozess endlich statt? Ich glaube, jeder will ab diesem Punkt einfach nur Gerechtigkeit für dieses unschuldige Wesen. Kommen wir zum letzten Part und damit passt das auch sehr gut zum vorherigen Thema. Es geht um diesen Abtreibungskuchen, der viral gegangen ist. Es geht um eine TikTokerin, die diesen Abtreibungskuchen
gemacht hat. Dieser Geschichte blicke ich nicht ganz durch. Ja, ich finde das krass unsensibel, aber sowas von. Dieses Bild, wie ihr auf dem Kuchen sehen könnt, finde ich sehr unsensibel und etwas geschmacklos. Allerdings ist mir so ein Kuchen tausendmal lieber, als wie wenn so etwas wie im Fall zuvor wirklich passiert. Es gibt so viele Leute, die sich über diesen Kuchen empören, okay, die so viele negative Sachen schreiben, dass die Erstellerin des Videos sogar alle Kommentare deaktivieren musste, ihr Profil auf privat stellen musste. Ist es unsensibel? Ja. Ich würde aber echt sagen, lass uns doch mal ein bisschen weiterdenken. Erstens führt es dazu, dass das etwas mehr normalisiert wird, dass das nicht mit so einem Stigma einhergeht, weil das tut es immer noch. Ich sage nicht, dass Abtreibungen jetzt salonfähig gemacht werden sollen, okay? Wie als wäre es eine Sache, die es mal eben kurz zu erledigen ist. Ich weiß nicht, was an der Stelle richtig ist, aber ich sage ganz ehrlich, ich habe lieber so einen Kuchen, ich sehe lieber das, als wenn ich in den News lese, dass irgendeine angeblich Teenager, sie ist 19, ein Baby in den Mülleimer setzt und sich selbst überlässt, ein Neugeborenes. Ich denke auf jeden Fall, dass Abtreibung für alle zugänglich gemacht werden soll, damit solche Fälle wie bei Alexi vermieden werden, weitmöglichst vermieden werden. Gibt es wahrscheinlich immer noch, selbst wenn du die Möglichkeit hast, es gibt immer noch irgendwelche verrückte Menschen, die sowas machen. Solange es ein Embryo ist, finde ich es legitim. Ich finde es schwierig. Es gibt jetzt wieder einen Fall, der sich ereignet hat, und zwar in United Kingdom. Da hat eine Frau in der 32. Woche eine Abtreibung durchführen lassen. Es ist schon ein Fötus. Das ist wirklich etwas, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ihr könnt mir gerne eure Gedanken in den Kommentaren dazu dalassen. Ich hoffe, dass euch dieses neue Format gefällt. Das wird auf jeden Fall beibehalten. Mal gucken, wie oft wir das machen. Ihr könnt mir auch sehr gerne Sachen schicken, die sich ereignet haben, wenn irgendwas viral gegangen ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder zum nächsten Video. Ciao.